Hallo liebe Camper, heute ein kleines Sonntagstechnik-Video. Ihr kennt ja mittlerweile mein Fahrzeug, das steht hier vor uns. Ich baue an dem Auto halt immer wieder rum. Das ist, sage ich mal, sozusagen mein Versuchsfahrzeug. Denn alles, was ich verbaue, wird auch technisch hier erstmal probiert. Verbaut, getestet, wie verhält sich's und so weiter. Ihr seht ja auch Alkohubstützen, was man hier, Goizol ist für unseren Shop, Büttner hat man hier schon verbaut und hier oben war was drauf, das kommt weg, haben wir weggemacht, weil da kommt noch andere Werbung drauf dann, weil wir ein ja, wie ihr schon wisst, neue Produkte haben. Die haben wir jetzt hier mal verbaut, dementsprechend auch zum Testen. Bitte immer nicht so drauf achten, wie hier verbaut wird. Das ist hier natürlich nicht der Maßstab für die echten Fahrzeuge. Da wir hier immer wieder andere Dinge probieren, immer wieder neue Sachen testen und so weiter. Aktuell Booster, Wechselrichter und Solarregler von WCS. Da hinten haben wir einen Büttner Hauptschalter elektrisch drin. Und wie gesagt, hier baut man immer mal ein, mal aus. Drum schaut es mit die Kabel manchmal ein bisschen wild aus. Ist immer ein bisschen anders. Also bei euch in den Fahrzeugen wird es natürlich einmal anständig verbaut. Da wird ja auch nicht ständig wieder rausgerissen, wie bei mir hier. So, jetzt habe ich aber, da wollt ihr jetzt gar nicht drauf, sondern ich habe ein neues Thema, auf YouTube ja auch schon bekannt, und zwar Thema Sicherheit. Wir haben ja beim Fiat Ducato nicht immer gerade die allerbesten Scheinwerfer, die da drin sind. Und ich habe mir jetzt auch mal die Geschichte gegönnt und will das einmal ausprobieren hier von Osram. Das sind die LED-Scheinwerfer. Und zwar sind das die ersten bei den meisten Fiat Ducatos mit Straßenzulassung. Und das ist schon ein Phänomen. Also ich finde die richtig geil und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und darum wollte ich die euch auch mal im ausgebauten Zustand zeigen. Also so werden sie angeliefert. Ihr seht es hier. Eine habe ich schon verbaut. Jetzt machen wir hier mal die zweite noch raus, damit ihr die auch mal seht, wie die in Original ausschaut. So schaut die aus. Das ist im Prinzip die LED-Leuchte, wo da reinkommt, statt der normalen Birne. Die können wir jetzt auch mal hinhalten. Die habe ich hier. Kleinen Moment. Voilà. Also jetzt sehen wir mal den originalen Unterschied. Das Tolle ist, dass die wirklich 1:1 da reinpassen. Machen wir Platz hier. Die sind wirklich 1:1. Von der Aufnahme her, das Einzige, was ein bisschen ist, der Sockel ist natürlich etwas höher, aber das macht nichts, passt in die Abdeckung rein, genauso wie die Birne etwas länger ist, aber auch das passt. Also das ist wirklich Plug and Play. Und was ist jetzt Plug and Play? Also, zurück zum Fahrzeug. Wir müssen hier, habe ich es noch nicht gemacht, wir müssen hier die obere Blende wegnehmen. Das ist die Geschichte hier. Die ist befestigt hier mit zwei Schrauben. Und wir müssen die untere Blende vorsichtig wegnehmen. Die ist hier befestigt mit einer Schraube. Dann haben wir die Blende weg. Wenn die Blenden weg sind, dann schaut es im Prinzip so aus wie hier. Und dann kommen wir hier oben an eine Schraube ran. Hier unten an eine Schraube ran und hier an eine Schraube ran. Und schon kann ich den Scheinwerfer nach vorne rausziehen und komme ohne Probleme daran, um das Ganze auszutauschen. Ist relativ schnell gemacht, ist gar kein großes Hexenwerk. Und jetzt möchte ich euch aber mal zeigen, halt, jetzt muss ich mal schnell meine Leuchte hier ausmachen, was bringt es eigentlich? Also ich spare euch jetzt die Nachtfahrt. Das ist Quatsch, weil das gibt es schon auf YouTube. Mir geht es ja eigentlich mehr um die Technik. Und jetzt mache ich mal kurz die Zündung an. Seht ihr das? Das ist schon mal der gravierende Unterschied. Also von der Helligkeit her schon mal gigantisch, was hier an Leuchtkraft wesentlich mehr ist wie auf dieser Seite.
Also da sieht man, da kann man sich wirklich vorstellen, da wird die Nacht zum Tage gemacht. Also das ist schon richtig krass, gell? Also ich erspare euch das jetzt, da vorne reinzugehen, weil auch wenn man hier reinblendet, also man sieht hier schon Wahnsinn, was da abgeht. Und auf der Seite wesentlich weniger. Man hört hier im Zulauf einen kleinen Ventilator, der da mitläuft. Und also ich bin total begeistert. Ich werde jetzt die zweite noch wegmachen und auch da werde ich euch natürlich mitnehmen, wie wir das jetzt letztlich nochmal machen. Ich versuche das mal, wie wir das anständig verbauen. Und da hole ich euch gleich wieder dazu. So, jetzt sieht man die Schrauben hier sehr gut. Da gehen wir jetzt einfach hier mit dem Schrauber ran und lösen die Schrauben entsprechend. So, jetzt haben wir das Ganze gelöst. Also die Schrauben sind jetzt raus. Ihr seht es, hier und hier sind sie weg. Und jetzt muss man vorsichtig, das Kunststoffteil kann man jetzt vorsichtig anheben, ein bisschen locker machen. So, klack, und schon haben wir das erste heraus. Und ihr seht, hier sind die Clips. Das steckt einfach da drin und schon ist das erste Teil heraus. Das gleiche ist hier unten, einfach vorsichtig hier rausziehen, ein bisschen Gefühl natürlich bei der ganzen Geschache, zack, und schon ist es wieder heraus. Hier zwei Clips, die sind da drin und das war's auch schon. Wenn wir das jetzt haben, dann kommen, wie gesagt, hier einmal die Schraube und die Schraube lösen. Und das macht man einfach mit einer Ratsche, das ist relativ einfach, kommt man hier drauf und macht man die weg. So, das mache ich jetzt mal und dann bin ich gleich wieder bei euch. So, jetzt haben wir den Scheinwerfer los und jetzt, seht ihr, jetzt ist er locker. Jetzt kann man das ganze Ding einfach nach vorne rausziehen. Da muss man ein bisschen ziehen, weil da hinten klipst er nochmal drin. Da ist nochmal so ein kleiner Clips und jetzt kann man den einfach ganz locker, schön vorsichtig rausziehen. Und jetzt drehen wir uns den ganz vorsichtig hier um. Idealerweise legen wir natürlich einen Lappen drunter. Legen uns den so hierher und dann kann man sauber arbeiten. Jetzt machen wir andersrum. Einfach so rumdrehen, idealerweise so herlegen. So, jetzt haben wir hier die große Abdeckung. Die machen wir uns auf. Das ist eine Viertelumdrehung und schon haben wir die Abdeckung weg. Und wenn wir jetzt hier reingucken, sehen wir hier die große Leuchte. Da sind zwei so Klammern dran. Und an den Klammern da einfach reindrücken und so ein bisschen nach außen ziehen. Zack, zack, und schon sind sie los. Und jetzt kann man die Birne auch schon entfernen. Vorsichtig mit die Drähtle, weil die brauchen wir natürlich noch. Da tun wir erst den einen runter und dann den anderen. Jetzt muss ich es einhändig machen. Und dann kriegen wir die auch, zack, raus. Das war's schon. So, und jetzt stecken wir die da ab. Moment mal. Das sauber hinlegen. So, und jetzt stecke ich die da ab und dann steckt man die andere dazu. So, kleinen Moment. Mit einer Hand ist das gar nicht so einfach, aber mal schauen, das müsste man halt nicht hinkriegen. Oh, rucks. Na, doch nicht ganz. So, jetzt haben wir es runter und holen jetzt die andere bei. Und dann machen wir die andere gleich wieder rein. Und dann können wir das Ganze auch schon wieder zumachen. Und dann ist es auch schon fertig. So, jetzt legen wir die da her, nehmen die andere mit. Hier muss man jetzt darauf achten, dass wir die richtig einsetzen. Da ist natürlich, ihr seht, hier so eine Nase. Und die muss an der richtigen Position wieder sein, damit das wird da richtig reinflutscht hier. Ne? Also ein bisschen drehen, genau so, damit die richtig sauber aufliegt. Genau. Und jetzt werden einfach die Klammern wieder rumgemacht. Jetzt brauche ich aber mal kurz zwei Hände, weil mit einer Hand geht es nicht. Und dann bin ich gleich wieder bei euch. So, das war's jetzt schon. Ihr seht, ich habe die Klammern hier wieder eingehakt. Da, wie gesagt, muss man bloß mit einer Hand halten und mit der zweiten die Klammer runter tun. Kein großes Problem, dann hängt man die hier wieder ein und schon ist die Leuchte wieder drin. Jetzt haben wir hier den Stecker, den tun wir einfach hier in diese Verkabelung stecken. Und dann machen wir den Deckel wieder drauf
Und das war es eigentlich schon. So, zack. Stecker ist zusammen. Das legen wir jetzt sauber hier rein, damit da nichts passiert. Ihr seht auch, bei der LED ist hier ein kleiner Ventilator mit verbaut. Wenn die zu heiß ist, zweckst Kühlung. Und nun machen wir uns, jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder die richtige Position haben. Jawohl, gleich erwischt, dass er wieder sauber aufliegt. Wieder eine Viertelumdrehung, dann ist er fest und dicht und das war's schon. Und jetzt drehen wir uns den Scheinwerfer natürlich wieder in die richtige, hoppala, in die richtige Richtung. So, und müssen gucken, dass wir jetzt hier, seht ihr die, Moment, hier die Nase, da unten, genau, und die muss jetzt hier in das schwarze Ding da eingeführt werden, damit der sauber wieder anständig da drin sitzt. So, dazu brauche ich jetzt wieder zwei Hände und bin gleich wieder da. So, jetzt ist der Scheinwerfer wieder drin. Das war's eigentlich schon. Bevor wir jetzt natürlich alle Blenden hinmachen und alles, mache ich einen kleinen Test und schaue, ob auch alle Scheinwerfer funktionieren. Und ta-ta-ta-ta, alles klappt, alles funktioniert, Bild ist in Ordnung, Scheinwerfer machen, was sie sollen. Jo, eigentlich perfekt. Dann bauen wir den Rest gerade zusammen, machen das gleich wieder aus. Und nehmen jetzt unsere ganzen Blenden, was wir da haben. Zum einen einmal die obere, die hier wieder schön unten, zack, einführen und hier ein bisschen noddeln, sauber reindrücken und schon ist die drin. Also ihr habt es gesehen, das ist klack, klack. Dann seitlich wieder die Schrauben festmachen und genauso funktioniert es mit der unteren. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die richtige habe. Nein, das ist die falsche. Da brauchen wir die da. Das ist die richtige. Die muss man jetzt hier, da seht ihr das, die Federn kommen hier rein. Da muss man es wieder ein bisschen andrücken und zack, klacks und schon ist es drin. Das war's, jetzt kommen wieder die Schrauben rein, Motorhaube zu und fertig ist die Geschichte. So, so schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Das war's, haben wir durch, Scheinwerfer sind drin und LED-Leuchten montiert. Jetzt machen wir noch mal einen letztlichen Test, ob alles funktioniert. Jawohl. Schaut klasse aus, ist richtig schön hell, macht was her. Also muss ich echt sagen, gefällt mir richtig gut. Was ich ja bei mir auch verbaut habe, sind die Tagfahrscheinwerfer. Die haben wir hier unten. Auch die habe ich bei mir verbaut. Also sind auch richtig klasse. Die mag ich auch sehr gern leiden. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Mal ausmachen. Genau, jetzt sind sie an. Seht ihr? Jetzt haben wir hier das Standlicht und da ist natürlich auch ein gravierender Unterschied, gell? Also das ist schon echt heftig und das ist natürlich das Standlicht, Tagfahrlicht, je nachdem. Dann haben wir die da unten noch. Also richtig tolle Sache. Jetzt machen wir kurz eins. Ich muss aber dazu sagen, ihr seht, die Standlichter, also die Tagfahrlichter, die laufen natürlich nur, wenn der Motor an ist. Ansonsten gehen die sofort wieder aus. Weil die sonst natürlich zu viel Strom ziehen würden. Aber wenn wir jetzt umschalten, das sind ja jetzt die Tagfahrlichter, jetzt schalten wir um auf Abblendlicht, dann gehen die oben aus und die LEDs sind an. Und umgekehrt, wenn ich wieder ausschalte, sind die Tagfahrlichter auch wieder an. Also echt eine tolle Sache. Jetzt werde ich mir noch die als Fernlicht holen, da gibt es nämlich auch und dann kann man die nämlich da auch einbauen und dann sind wir safe, dann hat man auch in der Nachtfahrt wirklich eine
sehr große Sicherheit. Und Sicherheit ist nun mal gerade im Wohnmobilsektor schon eine große Sache. Wenn man in Urlaub fährt, macht es ja Sinn, wenn alles schön safe und sicher ist. Jo, das war mal ein kleines Sonntagstechnik-Special. Jetzt räume ich hier die Werkstatt auf, sonst kriege ich morgen einen Anschluss von meinen Jungs, wenn der Chef hier so viel Unordnung macht, und werde mein Auto wieder rausfahren. Soweit sind wir für heute durch. Heute mache ich nicht mehr, und fahre heim zu meiner Frau. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Bleibt gesund, bis bald. Über ein Like würde ich mich freuen, genauso wie über ein Abonnement. Und nächste Woche gibt es wieder viel Neues. Macht es gut, bis bald. Ciao, ciao.